Ja, hallo. Ich begrüße euch im Yoga-Laden für einen kleinen halbe Stunde Flow mit Sonnengruß und einmal einfach leicht durchbewegen. Hoffe, dass ihr mitmachen könnt. Freue mich dann später über Rückmeldungen. Ja, wir fangen ganz einfach an, indem wir uns aufstellen und erstmal ein bisschen lockern. Ich hoffe, du hast zu Hause ein bisschen Platz für deine Matte. Du siehst dein Abspielgerät und kannst meine Stimme gut verstehen. Stell dich aufrecht hin, schließe die Augen. In der Bergstellung. Die Knie ein bisschen locker. Das Becken ein bisschen locker. Das Brustbein heben. Die Schultern zurück. Das Kinn ein bisschen nach hinten, den Scheitel nach oben gezogen. Spüre deine Atmung, wie sich mit deiner Atmung die Bauchdecke bewegt. Stell dir vor, dass du einatmend ein bisschen wächst. Ausatmen deinen Alltag von dir abfallen lässt. Vertiefe und verlangsame deine Atmung. Öffne wieder die Augen. Dass du jetzt gut bei dir angekommen bist. Du darfst dich ein bisschen regeln und strecken, so wie es sich für dich gerade gut anfühlt, in deinen eigenen Körperimpulse sind. Und den Kopf heben und senken, drehen, seitlich bewegen. Wenn es also ein bisschen knackst im Hals, ist es nicht schlimm. Was zeigt, dass es vielleicht mal wieder mehr bewegt werden sollte. Und dann gehe beide Arme über den Kopf, vielleicht die Hände schließen, Zeigespitzen, Zeigefinger nach oben strecken lassen, den Blick etwas heben und schreibe mit den Fingern kleine Kreise. Und diese Kreisbewegung setzt sich bis in deine Hüfte fort. Wechsle die Kreisrichtung. Und dann komm wieder zur Mitte. Streck dich nochmal ein bisschen mehr nach oben. Und lass die Arme sinken. Komm ans vordere Ende deiner Matte für einige Runden des Sonnengrußes. Auch hier wieder kurz aufstellen in Bergstellung. Und zum nächsten Einatmen. Beginne mit dem Namaste, die Hände vor der Brust zusammenzuführen. Einatmen, aufrichten, das nach hinten schauen, Rückbeuge, ausatmen, Vorwärtsbeuge. Rechts nach hinten, Sprinter einatmen. Im Stütz die Luft kurz anhalten. Und ausatmen, Knie, Stirn, Brust zu Boden senken. Einatmen die Kobra. Und ausatmen den Hund. Lass es fließen, den ganzen Körper. Den rechten Fuß wieder nach vorne in Sprinter einatmen. Ausatmen, Vorwärtsbeuge, locker runterhängen, den Kopf sinken lassen. Wir können Wirbel für Wirbel von ganz unten nach ganz oben aufrichten. Ausatmen, die Arme seitlich sinken lassen und gleich weiterfließen lassen. Ein, aus. Namaste. In deinen eigenen Rhythmus spüre die kleinen Muskeln und die großen Muskeln. Spüre deine Bewegung und deine Atmung. Und lass dich durch den eigenen Atemrhythmus auch durch diesen Sonnengruß tragen. Komm heute ein bisschen mehr in Bewegung.
Bei dem trüben Wetter weiß ich nicht, ob du heute schon draußen spazieren warst, frische Luft eingeatmet hast. Dann tu jetzt ein bisschen Bewegung aufnehmen. Und gern noch ein wenig beschleunigen. Warte jetzt einmal kurz, bis du wieder oben im Stand angekommen bist. Komm ins Stehen. Atme tief durch, wenn du dich gerade spürst. Und jetzt gehe ich einen etwas schnelleren Rhythmus vor. Einfach um sehr kraftvoll in die Bewegung zu kommen. Ein, aus, ein. Bewege die Hände vor die Brust aus. Ein, aufrichten. Aus, vorwärts, zurück. Links nach hinten, Sprinter, Stütz, Stör, Kobra, Hund, links, Vorbeuge, aufrichten, seitlich, weiter fließen lassen, ein, aus, Namaste, auf, rück, Vorbeuge, rechts, Sprinter, Stütz, Stör, Kobra, Hund, rechts, vorbeugen, aufrichten, seitlich, weiter ein, aus. Namaste, tief atmen dazu, kräftig atmen. Vorwärtsbeuge, links, Stütz, Stirn, Kopf und links, vorbeugen, auf, seitlich, letzte Runde, ein, aus. Rückbeuge, Vorbeuge, rechts, Stütz, Stirn, Kobra, Hund, rechts, Vorbeuge, aufrichten, arm seitlich senken lassen, die Augen schließen. Dann kann ein wenig nachspüren. Hände zum Gewichtsausgleich nach vorne nehmen, die Augen wieder öffnen. In die Stuhlposition geben. Ich sage dann gerne etwas scherzhaft, ihr dürft euch setzen, aber in Corona-Zeiten mussten wir leider Stühle einsparen. Vielleicht wurden Fußbänke genehmigt. Du kannst etwas tiefer in die tiefe Hocke runtergehen. Aber wenn es auch die nicht gibt, darfst du dich in den Rücken in Spannungslage jetzt ausstrecken. Füße mattenbreit. Arme schräg vom Körper weg. Einfach mal den Atem durch den ganzen Körper spüren und fließen lassen. Tief und ruhig im Bauch und Brust einatmen. Und dich entspannen. Dann wieder auf Bewegung einstellen, den Kopf heben, die Beine anstellen, die Unterschenkel in die waagerechte bringen, die augengekippte Stuhlposition, die rechte Faust ballen und links vom linken Knie wegstrecken. Tief in den Bauch atmen. Beine abstellen, Oberkörper entspannen, ablegen, einen Zwischenatemzug nehmen. Mit dem nächsten Einatmen, linke Faustbein, rechts zum rechten Knie wegstrecken, die Unterschenkel wieder in die Waagerechte. Tief in den Bauch atmen. Beine abstellen, Oberkörper ablegen, entspannen. Zum nächsten Einatmen, die Unterschenkel wieder in die Waagerechte bringen, Kopf heben, Hände rechts und links neben den Knien wegstrecken oder auf die Knie drauflegen, die Knie ein klein wenig wegschieben. Tief in den Bauch atmen. Abstellen, entspannt ablegen.
nächsten Ausatmen den unteren Rücken rund machen, den Boden hinabdrücken. Drücken. Da sieht man nicht so fürchterlich viel. Und erstmal nur den unteren Rücken rund machen. Lendenrücken sollte ich nur sinken lassen. Einatmen, leichtes Hohlkreuz. Ausatmen, unteren Rücken rund machen. Lendenrücken soll ich nachdrücken. Und dann nehmen wir zu über den Übungen zwei Atemzügen. Jetzt das Becken ein bisschen aufrollen lassen. Einatmen, Hohlkreuz, ausatmen. Lendenrücken soll runterschieben. Dann mit dem nächsten Einatmen das Becken heben und bis zur Schulterbrücke hochziehen. Ausatmen, Wirbel für Wirbel abrollen, Kontakt mit der Matte spüren, die du aufnimmst, wieder abrollst und aufrollst. Finde deinen eigenen kräftigen Atemrhythmus und spüre die Wirbelsäule, wie sie Wirbel für Wirbel mit der Matte Kontakt aufnimmt, von der Matte sich löst, der ganze Rücken sich rund bewegt. Und dann wieder abrollen. Beine ausstrecken, entspannt nachspüren. Dann machen wir den Schulterstand. Wieder die Frage danach, ob du dich einmal umdrehst, von der anderen Seite sich drehst. Für den Schulterstand die Beine anstellen, die Knie ranziehen, mit den Händen unter dem Gesäß anfassen und dich hochschieben langsam. Die Unterschenkel in die Senkrechte bringen, die Schulterblätter so zusammenziehen, bis der Kopf ein wenig Platz hat, dass der Hals Platz kriegt. Und den Unterleib entspannen, den Bauch entspannen. Die Organe hängen jetzt mal ein bisschen in die andere Richtung. Die Pumpe muss in die andere Richtung pumpen. Und dann lass mit dem nächsten Ausatmen den rechten Fuß über den Kopf runter sinken und einatmen wieder heben. Höher kommen, dann den linken Fuß ausatmen, sinken lassen und einatmen, wieder heben. Wenn du wieder oben bist, nochmal den Bauch und Unterleib mehr entspannen. Die Beine seitlich in die Grätsche sinken lassen. Und dann für den Pflug die Knie Richtung Stirn sinken lassen. Und dann die Füße ausstrecken. Und entweder kommst du auf den Boden oder hast du vielleicht vorher ein Kissen zurechtgelegt. Oder bleibst ein wenig in der Luft. Hältst du die Hände am Rücken. Atmest tief im Bauch. Die Aufmerksamkeit geht in den Kehlen, Halsbereich, ins Vishuddha-Chakra. Und dann langsam wieder abrollen. Kopf, Hals locker lassen. Beine abstellen und dann ausstrecken. Erstmal entspannt nachspüren, bevor wir den Fisch aufbauen.
Handflächen nach unten unter den Rücken. Den Kopf heben. Die Brust heben. Und deinen Hinterkopf absinken lassen. In den tiefen Bauch und Brust atmen. Dir vorstellen, dass dein Herzchakra sich nach oben zum Kosmos öffnet. Dein Mitgefühl sich erweitert. Einatmen, den Kopf wieder heben und ausatmen, die Arme befreien und dich wieder ablegen. Beine anstellen, die Oberschenkel greifen und mit den Unterschenkeln Schwung nehmen und rollen. Dieses Rollen auch als kleine passive Rückenmassage gestalten, genießen. Dann mit Sitz bekommen. Jetzt musst du dich mal wieder umlegen. Und in das Boot gehen. Das heißt, du legst das Gewicht ein bisschen weiter nach hinten, bis die Füße eh nichts mehr tragen. Dann kannst du sie nach oben. Tief in den Bauch atmen. Und dann bist du dich mit einer kraftvollen Haltung verbinden. Aufbewegen und auch runtersinken lassen. Vielleicht zwischendurch nochmal die Fersen abheben. Abheben, den Kopf nach hinten sinken lassen. Raus, auch wieder absinken lassen. Und dann auf irgendeine Art und Weise in die Bauchentspannungslage übergehen. Nach außen fallen lassen, Schultern entspannt sinken lassen, das Becken entspannen, einige Atemzüge lang immer tiefer sinken lassen, alles vergessen, einfach nur spüren. Und dann bringe die Handflächen unter die Schulterblätter. Mit dem nächsten Einatmzug die Fersen schließen, das Gesäß spannen, den Bauch in den Boden drücken, aus der Kraft des unteren Rückens, die
Oberkörper heben. Zur Kobra, zur aktiven Kobra, aus der aktiven Rückenkraft heraus. Die Hände tragen dabei nichts. Du kannst sie auch auf den Rücken legen. Oder nach vorne ausstrecken. Das ist aber nicht fordernder. Oder einfach unter den Schulterblättern auf dem Boden liegen lassen, was dir behagt. Wir tun ein wenig was für die Rückenmuskulatur. Prophylaktisch gegen Rückenschmerzen, dass der Kraft da hineinbringen. Dann gehen wir über die dynamische Kobra ein. Kraftvoll den Hinterkopf nach oben legen und ausatmen, Kopf ablegen. Alles kurz entspannen. Mit dem nächsten Einatmen wieder kraftvoll die Kobra aufbauen. Ausatmen, entspannt ablegen. Auf die Wange legst, dann mal die eine, mal die andere. Und mal wieder zwischen Anspannen und Entspannen hin und her wechseln. Passive Kobra über. Das heißt, die Hände etwas weiter vorne vor dir auf dem Boden verankern, aus der Kraft der Arme dich hochstützen und den Rücken einfach nur durchhängen lassen. Den Kopf weit heben, Brustwirbelsäule durchhängen lassen, und dass du nicht im Lendenwirbelsäulenbereich so abknickst, dass es da komprimiert, dass es wehtut, sondern dass du vor allen Dingen in der Brustwirbelsäule eine Dehnung spürst, du die Rückbeuge spürst. Füße aufstellen und mit dem nächsten Einatmzug in der Liegestützvariante deiner Wahl den Stütz hochschieben und von hier aus in den Hund des Gesäßes weit von den Händen wegstecken. Vielleicht mit den Füßen einen Fußbreit weiter nach vorne kommen, das Gesäß weiter von den Händen weg, die Schultern ziehen Richtung Füße und der Kopf hängt locker zwischen den Armen runter. Nächsten Einatmen, rechten Fuß nach oben strecken. Ausatmen, das rechte Knie nach vorne zwischen die Hände ziehen, den rechten Fuß nach links ausdrehen und ablegen. Für den Schwan. Die linke Hüfte absinken lassen, Oberkörper aufrichten, während das hintere Bein nach hinten rausfließt. Der Schwan ist außer Konkurrenz das schönste Tier auf dem Dorfteich. Du kannst dir deiner eigenen Schönheit bewusst werden, ein wenig stolz gucken. Ich lande in den schlafenden Schwan, mit der Brust auf dein eigenes Knie ablegen, die Hände stützen dich vorne ab. Du entspannst hinunter. Es zieht ein wenig im rechten Gesäß. Wir machen heute Übungen wenig mehr Flow-Stil, nicht so lange halten, Yin-Yoga. Den rechten Fuß wieder nach oben ziehen,
und absetzen in den Hund. Und dann das linke Bein nach oben ziehen. Das linke Knie nach vorne ziehen und zwischen den Händen absetzen. Linken Fuß nach rechts ausgeregt ablegen. Den Kopf heben, den hinteren Fuß nach hinten rausfließen lassen, Oberkörper auf. Aus der Kraft der Arme. Wieder aufrichten, den hinteren Fuß wieder aufstellen, den linken Fuß wieder nach oben ziehen und absetzen. Den Hund gehen. Dann die Knie zu Boden kommen lassen. Den Vierfüßler steigen. Einige Atemzüge, Katze, Kuh. Einer nach vorne das Gesäß aus dem Unterschied ausatmen und einen Katzenbuckel machen. Das Gesäß ein bisschen nach hinten ziehen. Und wenn du das nächste Mal in der Mittelposition bist, dann das linke Bein und den rechten Arm nach vorne und hinten ausstrecken. Ausatmen, rechten Ellenbogen und linkes Knie zusammenbringen und dann wieder einatmen, ausstrecken. Und abstellen. Und das rechte Bein mit dem linken Arm ausstrecken. Das Gleichgewicht ist es gut, den linken Fuß ein bisschen nach rechts zu drehen. Ellenbogen mit Knie zusammenbringen. Wieder auseinander. Wieder abstellen. Jetzt machen wir es ein wenig, einige Atemzüge lang in die Dynamik. Einatmen und ausstrecken. Ausatmen und absetzen. Abwechselnd rechts und links. Einatmen. Ausstrecken, ausatmen und absetzen. Inzwischen nicht immer wieder einen Katzenbuckel machen. Beim nächsten Mal den Arm und das Bein zur Seite, nicht nach vorne, sondern zur Seite strecken. Und dabei vielleicht zu den eigenen Füßen schauen. Und dann wieder nach vorne und hin. Und dann wieder zur Mitte kommen. Jetzt machen wir den Kamelritt. Das ist ein bisschen fürs Gleichgewicht. Zum nächsten Einatmen hebst du den linken Arm und das rechte Bein und musst den rechten Fuß, den linken Arm und das linke Bein und den rechten Fuß ein bisschen nach rechts drehen. Ausatmen, absetzen. Andere Seite, rechte Bein, rechter Arm heben. Den Standfuß immer so ein bisschen zur Dreieckstellung zur Seite schieben. Und einen Atemzug heben und ausatmen, wieder absinken. Genau, man kann den Arm nach vorne oder nach oben machen. Das spielt keine Rolle. Ja, und dann langsam zur Mitte kommen.
Knie weiter auseinander schieben. Die Hände etwas weiter vorne im Boden verankern und dich ausatmen. Das Gesäß nach hinten ziehen lassen, den Oberkörper lang ziehen lassen. Den Hund, der sich streckt, oder eine Katze, die Stirn sinken lassen. Vielleicht auch die Ellenbogen sinken lassen und den Rücken lang gezogen, den Rücken entspannen. Oder angelinkelt, den rechten Fuß links vom linken Knie abstellen, beiden Händen am Knie, Brust bitte ranziehen, einmal und dich aufrichten, den linken Ellenbogen um das rechte Knie wickeln, den rechten Arm heben und nach rechts sinken lassen, nach rechts drehen, einmal das Becken ein bisschen nach vorne schieben, den Bauch ab. Ausatmen, etwas mehr in die Drehung hinab entspannen. Mit jedem Atemzug spüre, wie sich dein Bauch gegen den Oberschenkel drückt. Ausatmen, dass du etwas weiter nach hinten schauen kannst. Mir in den rechten Knie. Wir haben beide Versionen von links und rechts genommen. Den rechten Arm, das linke Knie nach links drehen. Also wichtig ist, dass du den Arm um das gegenüberliegende Knie drehst, wickelst. Einatmen, aufrichten, den Bauchnabel nach vorne ziehen lassen. Ausatmen, das Becken ein bisschen nach hinten rollen lassen. Nach hinten schauen. Einatmen, wieder mehr in die Senkrechte kommen. Seitdem, aber du spürst, den hatten wir heute noch nicht. Wieder
Yoga-Session sollte Vorwärtsbeuge, Rückbeuge, Seitbeuge, Dreh- und Umkehrhaltung enthalten sein. Und dann noch etwas fürs Gleichgewicht gemacht. Dann muss ich ganz zur Mitte kommen und aufstehen. Ein bisschen lockern. Das Gewicht auf den linken Fuß verlagern. Den Schwerpunkt etwas tiefer legen. Den rechten Fuß heben und in die Hand nehmen. Die linke Hand vielleicht ein bisschen nach vorne. Für den Tänzer. Lächeln. Den Fuß ein bisschen hochheben. Das Gewicht auf den rechten Fuß verlagern. Schwerpunkt tiefer legen, den linken Fuß anheben und winkeln. Und die linke Hand nehmen. Nach hinten strecken und die rechte Hand vorne ausstrecken. Entspannt lächeln. Und dann wieder aufrichten. Das Bein abstellen. Ja, und jetzt ist es Zeit für eine kurze Abschlussentspannung. Fühle dich einfach mal, wenn du am vorderen Ende der Matte stehst, über die Stuhlposition in tiefe Hocke in die Rückenentspannungslage ausrollen kannst. Und darfst liegen bleiben, während ich mich aufsetze und dich einlade. Jeden Atemzug durch den ganzen Körper hindurch zu spüren. Spüre, wie der Atem die Bauchdecke hebt und die Brust hebt und wieder ausatmet, alles fallen lässt. Die Fußspitzen, die Fersen, die Unterschenkel, die Hüften, Bauch, die Brust, die Schultern, Arme, Hände, dein Unterkiefer. Nasenflügel, Stirn, die Kopfhaut entspannen. Wenn du die Kopfhaut entspannst, kann es sein, dass deine Ohrläppchen, der Haaransatz ein wenig hinabsinken. Du darfst dir vorstellen, wenn du am Meeresstrand liegst und das Wasser, die Wellen, Ausläufer an dir vorbeiziehen. Abfließen und alles schwer hinabsinkt. Lebensenergie aufnehmen und deinen Körper speichern und ablegen, sodass du dann gleich wieder die Augen öffnest. Ja. Gleichzeitig entspannt und kraftvoll. Ein weiteres Tagewerk und den Abend genießen kannst. Ein
einfach ein Om. Was du für dich selbst summen kannst, singen kannst, je nachdem wie die Verhältnisse sind, unter denen du jetzt gerade zu Hause Yoga praktizierst. Dafür atme aus. Mit dem Einatmen sammeln. Und beginne. Schlecht, Yoga täglich bei sich zu Hause zu machen und zur alltäglichen Praxis werden zu lassen. Von daher, nimm es einfach als Herausforderung, als Challenge und freu dich über das Leben. Om Shanti.